Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge aus 7 Days to Die. Zusammen mit meiner blechernen Frau. Hallöle, du Dumpfbacke. Na, doch, stimmt, bist. Dumpfbacke stimmt. Ja, das, ja, stimmt. Das geistige Genie wieder. Ja, also wir sind hier nochmal ganz... Du folgst mir einfach. Wir haben hier nochmal... Was denn? Meine Taschenlampe ist weg. Die liegt am Boden, die Sumpfbacke. Wir haben nochmal ganz neu angefangen. Und haben 6 Klebeband, aber festgestellt, dass man hier nicht mehr einfach Waffen finden kann, so wie es früher war, sondern man muss sich die Werkbank bauen. Etc. Warte, wer muss mal meine Dinger hier anders gestalten? Und wir sind jetzt auf der Suche nach ein paar Materialien. Gott, das ist also dunkel. Eigentlich wollten wir Waffen. Ja, im Moment suchen wir kleine Stahlrohre, damit wir den Ofen bauen können. Ich höre doch jemanden. Ja, das bin ich, Entschuldigung. Na, dann hast du aber Probleme mit deinem Bronchien, wenn du das bist. Ja, hab ich. Bin voll verschnupft. Kein Durchgang. Sorry. Was ist denn da los bei dir? Bist du so brutal jetzt? Ich habe vorher einen Dominik geguckt beim Stream. Ach so? Ja, der hat gezeigt, wie es geht. Okay. Ja, immer schon voll auf die Fresse. So, eigentlich habe ich hier schon 5 Stahlrohre. Wir könnten schon wieder gehen. Aber jetzt guck mal hier mal noch durch. Irgendwie hat sich hier doch einiges verändert. Auch die Zombies sehen anders aus. Es ist ein bisschen optisch schöner geworden, tatsächlich. Ja. Was da ist doch manches anders. Was man bei einem Zombie-Spiel, klingt das ein bisschen komisch, wenn man sagt, es ist schöner geworden. Ja. Klingt ein bisschen fehl am Platze. Ist so dunkel. Ah, da hinten, ich sehe einen Silberstreif von der Sonne am Horizonte. Hier oben ist es so ruhig. Nein. Hier im Schrank bestimmt. Ja, manchmal hocken sie dann auch hinter diesen Schränken und das finde ich so fies. Wenn du da reingucken willst und auf einmal kommen die da raus, weißt? Das stimmt. Ganz viel trinken. Ups. Bin schon wieder überladen, weißt du? Ich hab schon wieder Hunger. Alter Wäschekorb. Oh ja, so war das. Genau so war das. Auch Werkzeug findet man hier nicht mehr. Und das ist echt seltsam. Du findest nicht mehr so viel. Ja, das stimmt allerdings. Also eigentlich, das war also beim letzten Mal mehr. Donnerbüchsen findest du noch. Ja. Oh, es wird Essen. Hell. Sehr schön. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Tja, hier oben ist auch nichts los. Oh, ein Holzbrett im Mülleimer. Ich musste den Mülleimer durchsuchen, um offensichtlich zu finden, dass da ein Holzbrett drin ist. Ja, das ist auch immer ganz, ganz viel leere Dosen und sowas. Okay, naja, hier ist nicht unbedingt. Aber eigentlich habe ich jetzt alles, dass du... Guck mal, die haben es ja nicht hier, aber da waren wir schon drin, da ist die Tür offen. Wir können eigentlich überall mal die Tür offen lassen, wo wir schon drin waren. Oh, die Idee kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir können auch die Tür abbauen. Oder so. Da haben wir auch noch nicht hingeschaut hier. Wir müssen dann auch dringend die Motorräder wieder bauen, dass wir ein bisschen rumkommen. Das stimmt. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, es ist Tag 6.
Ja, super. Nur zu deiner Info, falls du es wissen wolltest. Also Rohmaterialien, auch Messing. Unheimlich viel. Was willst du? Wo bist du? Draußen. Ach so. Also ich bin draußen gewesen, meine ich. Wo ist denn der Kandidat? Dann sind die gar nicht hier, doch. Da bist du. Heide nei. Oh, Rezept für ein Maisbrot. Das ist sehr gut. Dann kann man da schon mal was machen. Ich kann jetzt nicht alles mitnehmen, weil ich habe auch nicht unbegrenzt hier. Aber noch ein Stahlrohr, das nehme ich mit. Ich habe übrigens auch Fahrradrahmen gelernt. Habe ich auch gelernt. Zufällig. Ja, das ist gut. Also ich habe Fahrradmechaniker gelernt. Was machst denn du da? Was? Immer nichts. Das ist der Hausbesitzer, der will die Treppe reparieren. Ach so. Ja, warum lässt du ihn das dann nicht machen? Sieht eh bisschen... Weil das scheiße macht. Sieht nicht schön aus. Okay. Oh, da ist einer runtergefallen von oben. Du sollst die Leute nicht schucken. Das war ich nicht. Je näher du rangehst, umso mehr Schaden machst du mit dem Ding. Ja, du musst ihn quasi so direkt in die Fresse. Direkt ins Gesicht. Ins Mull. Okay, hier oben liegt ganz viel Verbranntes rum. Ja, ich würde sagen, hier hat es gebrannt. Du bist so ein Scharfsinniger. Ja. Aber jetzt wird es schon wieder so dunkel. Vielleicht liegt es daran, weil die Zombies bald kommen. Ach, meinst? Ja, ich hätte gerne eine Pistole bis dahin. Ja, ich glaube. Ja, dann müssen wir zurück, dass du den Ofen machst. Du. Ja. Ist die zum. Nee, dann wäre das jetzt mal ganz kurz wichtig, dass du den, dass wir die Eisenbahnen machen können, um dann. Oh, zwei Kochgrill, das ist gut. Um dann die Schmiede machen zu können. Hier ist die Hundehütte. Da ist nix. Das bringt mir ja nichts, ja. Wo bist du? Draußen. Du? Wo muss man hin? Warte. Was denn? Was ist eine College-Jacke? Mhm. Okay. Hä, wo kommt die hin? Ich glaube, über der Brust ist es, ne? Okay, cool. Ich bin eh so ganz vermummt. Ja, man erkennt gar nichts. Können Sie mich noch sehen? Ja. Jetzt kommen wir, haben was zu tun. Das ist echt dringend. Musst du schon wieder Pipi? Nein. Wo ist denn unsere Basis? Ich habe die Orientierung verloren. Ernsthaft? Ja. Wo muss ich denn lang? Wo bist du? Hinter dem Stein. Hi, versteckt. Komm mit. Ah ja, gut, ich müsste aber eigentlich oben nur auf die Anzeige gucken mit meinem Bett. Nein, das ist zu einfach. Auch besonders schlau. Besonders schlau. Hier ist es, da vorne ein Wohncontainer. Guck mal, da ist ein Wohnwiegel. Oh, da gehen wir noch schön hin. Ich bin nur 10 überlastet, da reicht, geht noch was. Ich bin 7 überlastet. Ich muss mal dir ein bisschen was essen, glaube ich. Theoretisch ich auch, aber ich habe nichts mehr, glaube ich. Ja, dann komm her. Nee, ich habe tatsächlich, einen Kaffee habe ich. Warte, komm her. Ich habe auch noch so einen Kuchen, wenn du magst. Ich weiß nur nicht, ob der noch gut ist.
Der ist bestimmt noch gut. Ist nur da draußen ist so eine Benzinzapfanlage? Oder ist, da geht's bestimmt runter. Hier? Nein, da ist eine Werkbank drin. Mit einem Vierer Steinaxt. Die habe ich. Kühlbox. Und wahnsinnig viel Tee. Was ich Tee hab. Es regnet. Soll mal anklopfen. Es regnet. Es regnet? Im Game regnet. Seitdem regnet es hier. Hier zu verbergen hat, hä? Guck mal, da steht ein Terrarium. Ich habe nichts drin. Drei Eier. Was sieht's bei dem aus? Das ist ja peinlich. Nitrat nehmen wir auch mit. Weil da haben wir auch Dietriche, ganz wichtig, weil da haben wir noch keine Ader. Stimmt. Stimmt, das war ja auch noch so. Wir müssen ja noch Dinger finden. Ja, aber das... Na, da hat doch bestimmt was drin. Was? Wo? In dem Terrarium. Stufe 2 Donnerbüchse. Ja, solange wir sie noch nicht reparieren können, würde ich sie mitnehmen. Gut, ich muss da lang und kurz in seinen Briefkasten gucken. Regnet es bei dir in-game nicht? Doch, doch, doch. Ich überleg bloß gerade. Hier habe ich die verloren. Wo habe ich die liegen lassen? Irgendwo habe ich meinen Hammer verloren, aber ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingeworfen habe. Okay. Ganz blöd. Aber der ist despawned ja nach einer Weile, ne? Ich meine schon, ja. Ja, wird der auch nicht mehr hier sein. Ich weiß nicht Haus? Mehr. Ha? Nein, ich laufe zur Basis. Ah, ich weiß gar nicht mehr, ob es vorher auch geregnet hat. Also ich weiß, dass es geblitzt hat beim Blutmond, das weiß ich. Ja, gut. Ne, da gab es immer diese schönen Blitze. Ja. Aber hat es da einfach so geregnet? Schlecht Wetter, dunkle Wolken, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, wir haben ja hier einen Schlechtwettertag. Ich glaube, so ein Wetter, ich kann mich zumindest auch nicht daran erinnern. Gut, ich bin jetzt bei der Basis. Ich bin fast da. Und pack dir das Sach dann mal in die erste Kiste. Und ja, dann kannst du gleich mal den Ofen machen. Und dann können wir haben ja einiges auch an Metall. Ja, wir brauchen die Werkbank. Ja, dafür brauche ich ja das. Ach so. Ja, weil ich diese Eisen. Ja. Ich habe diese Eisenbarren, geschmiedetes Eisen, da habe ich 13. Ich brauche 20. Okay. Wo ist das ganze Eisen hin, was hier drin war? In meinem Inventar befinden sich 480 Stück. Okay, gut, dann hast du das. Wir haben hier 1000 Messing, 1085 Messing. 20 Holz. Gut, das packe ich noch rein. So, wo hast du eigentlich den Lehm her? Den habe ich in dem Haus gefunden, wo der Bär war. Ah. So, ich brauche 60 Lehmboten.
Leder und die Eisenrohre, okay. Lehmboden. Leder. Wo hast denn du jetzt die Eisenrohre versteckt? Bei mir, warte, die gebe ich dir. Geh mal raus. So. Ich habe aber auch noch Klebeband und Kleber. Oh, kleiner Stein habe ich zu wenig. Lass mich ran. Steine habe ich. Ich auch, ich hatte nur zu wenig im Inventar. Okay. Ups, wollte ich nicht. Wo sind die? Hä? Ach, da oben. Ja, bin ich auch noch? So, jetzt kann ich ihn herstellen. Gut, dann pack den mal gleich hin. Ja, 1:12 brauche ich. Was ist denn das für einer? Ja. So. Okay, kann ich das da eigentlich? So. Dann könnten wir eigentlich... Ja. Wo stellst du denn dann hin? Eigentlich hier drin, hätte ich jetzt gedacht. Okay. So. Also hier direkt so, dass der quasi in Reichweite steht. Apropos, okay. Wo wir könnten? Müssen gerne mal zurück rüber in das Rathaus. Ah, ne, da fehlt noch was. Moment, was willst du da? Weil ich glaube, dass da in der Kiste, dass ich da auch noch Sachen drin habe, die wir gebrauchen können. Hä, wo ist denn? Ach ja. Was brauchst du? Nee, ich hatte gerade überlegt gehabt, wo mein... wer ist das Ding nochmal? Zum Beispiel, wo der Schmiedeofen hin ist. Wollen wir den einfach ins Klo stellen? Kannst du den nicht neben das Feuer stellen? Ja, aber das Klo ist halt so ein separater Raum. Da müssen sie sich erstmal die Wand kämpfen. Ja, aber dann lass mich erstmal ausräumen. Nicht ins Klo. Also ins Badezimmer. Ja, dann machen wir einen extra Raum, aber das Klo kommt raus. Und die Wand auch. Wo, hier könntest du eigentlich reinstellen. Da ist ja extra die Wand. Ja, sieht doch gut aus hier. Ja. So, und da kannst du jetzt durch das Metall da reinpacken. Ja. Brauchst du nur Holz? Oder mit was heizt? Holz habe ich schon reingepackt. Ah, warte mal, diesen Dinger kann ich auch bauen. Unter was läuft denn der? Leder, Holz, Klebeband, Nägel. Dann kann ich diesen Blasebalg bauen. Ah, okay. Mal Leder mitnehmen. Was machen Sie denn? Den Schrank wegbauen, ein bisschen Metall sammeln. Gut. Testosteron und sowas kommt woanders hin.
Junger Mann. Ja? Schauen Sie auf die Uhr. Ah, ich schon wieder. Ja, liebe Lütchen. Das ist mit der heutigen Folge gewesen. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen? Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns beide ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.